Am Sonntag finden in Bosnien-Herzegowina die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Wer beim Wahlkampf auf Stimmfang ist, sollte aber nicht nach Podgora gehen, denn Politiker sind hier unerwünscht. Viele der 700 Einwohner sind frustriert von leeren Versprechen und wollen Kandidaten deshalb nicht in ihr beschauliches Dorf lassen. Auf einem Plakat machen sie ihrem Unmut Luft. Es ist doch alles gesagt. Es langt mit den Lügen. Es langt, dass sie hierher kommen und Märchen erzählen und uns sagen, dass sie dies und das und jenes für uns tun werden, bis sie die Stimmen gesammelt haben. Und morgen ist es so, als wäre nichts gewesen, als wären sie nie hier gewesen. Wie paralysiert wirkt das Balkanland, das sich teilweise noch immer nicht von dem Konflikt in den 90er Jahren erholt hat. Korruption und ethnische Spannungen sorgen für Stillstand. Für junge Menschen gibt es in dem wirtschaftlich schwachen Land kaum Zukunftschancen. Ich weiß nicht, ob die Regierung weiß, was sie tut. Die Jugend geht ins Ausland, das müssen sie. Was sollen sie auch hier warten? Laut offiziellen Angaben ist rund ein Drittel der Bevölkerung arbeitslos. Einer Schätzung zufolge haben in den letzten 5 Jahren rund 170.000 Bosnier das Land verlassen. Viel Hoffnung auf Veränderungen haben die Dagebliebenen nicht.